Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Die Boys von Valve haben mal wieder durchgegriffen und nun 40.000 Cheater-Accounts permanent gebannt. Was das für uns, für die Zukunft, vor allem in The Legends, aber auch der Cheater bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Die ganze Sache ist mittlerweile 3 Tage her und viele haben sich direkt zu Anfang gefragt, warum hat Valve überhaupt ausgepackt mit diesen Infos, wie sie das gemacht haben und warum haben sie auch offen nochmal mit Nachdruck den Kampf gegen die Cheater weiter unterstrichen. Die Art und Weise, wie sie die Hacker erwischt haben, ist eigentlich ganz einfach. Sie haben einen Honeypot gesetzt, so nennt man das Teil, einen Honigtopf, der in der Dateistruktur von dem Spiel, also hier in dem Fall von Dota, sitzt. Dieser Honeypot sitzt an einer bestimmten Stelle des Codes, die normalerweise nicht gelesen wird, wenn du normal spielst. Über ihre Bemühungen haben sie aber herausgefunden, dass diese Drittanbieter-Software, die verboten ist, also die Cheats, in Codestrukturen eingreifen, beziehungsweise diese lesen, die normalerweise überhaupt nicht gelesen werden, wenn du keine Cheats benutzt. Der Honeypot wird also gelesen, das wird detektiert, also festgestellt, und schon weiß die Software, ui, dieser Spieler oder dieser Account liest hier in Dateien rein, die er eigentlich nicht braucht, wenn er Legend spielen würde, somit muss es ein Cheater sein, also Bann. Und das ist 40.000 Leuten oder Accounts passiert. Wie das Ganze also vonstatten ging, ist nun bekannt, das wurde wie gesagt veröffentlicht und des Weiteren haben sie auch nochmal mit Nachdruck bestätigt, dass dieser Kampf gegen die Cheater weitergeführt werden soll und auch noch stärker geführt werden soll, als er bereits geführt wurde. Des Weiteren haben sie auch noch erwähnt, dass er normalerweise immer oder im besten Falle im Verborgenen stattfindet, ähnlich auch wie bei den Cheatern selbst, um eben Eingreifen der anderen Partei zu verhindern. Denn wenn der andere nicht weiß, was du machst, also wie du es zum Beispiel schaffst zu cheaten, beziehungsweise wie du es schaffst, die Cheater zu detektieren und zu bannen, nur dann kann die andere Partei nicht darauf reagieren, beziehungsweise eben nicht schnell genug darauf reagieren und dann hagelt es eben wie in diesem Fall Bans. Warum das jetzt so öffentlich gemacht wurde, ist, denke ich, klar. A, natürlich, um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, hey, wir sind nach wie vor im Kampf gegen Cheater am Start und wir bannen auch nach wie vor eben die ganzen Affen weg. Und B, könnte ich mir vorstellen, dass das so ausgesprochen wird, um anderen Spieleentwicklern oder im speziellen Fall auch Anti-Cheat-Entwicklern sagen zu können, hey, denkt dran, die Honeypot-Methode ist eine super Sache, die man immer mal wieder testen kann. Ist ja nichts Neues, aber möglicherweise ist sie in Vergessenheit geraten bei manchem und das ist einfach wieder eine Erfolgsgeschichte von dieser Honeypot-Methode. Und dieser vorletzte Punkt, dass sie auch Härte gegen Cheater angehen wollen und sie permanent aus dem Spiel verbannen wollen, ist eben auch nochmal in den Vordergrund gehoben worden. Sie haben auch gesagt, dass sie in Zukunft professionelle Spieler, die beim Cheaten erwischt werden, nicht mehr an offiziellen Turnieren teilnehmen lassen wollen. Also überhaupt nicht mehr. Die Leute haben einfach ihr Gesicht verloren, sind weg und das war's. Hier also sozusagen auch ein menschlicher Bann auf Lebenszeit. Natürlich werden jetzt einige sagen, die Cheater machen sich neue Accounts und machen weiter. Was soll der Witz? Aber gerade bei Dota ist das gar nicht so einfach, denn Dota hat eine Stufe eingebaut, die man erst erreichen muss, bevor man Ranked Matches spielen kann. Und zwar muss man mindestens 100 Stunden in-game verbracht haben, also in Spielen. Nicht im Hauptmenü das Spiel durchlaufen lassen, sondern man muss 100 Stunden lang das nicht gerankte Matchmaking spielen oder halt einfach Casual, wie es dort eben heißt, um dann Ranked spielen zu können. Und das hört sich gerade für die Ohren eines Counter-Strike-Spielers an wie der Himmel. Wenn ich mir vorstelle, dass ich keine verschissenen Level 0 frischer Steam-Account Kacknasen mehr habe, sondern die Leute mindestens 100 Stunden im Matchmaking verbracht haben müssen, das wäre ja schon mal ein Anfang. Also ein richtig großer Anfang. Wir haben gerade heute tatsächlich, habe ich mit den Jungs meine Accounts einspielen wollen. Wir haben übrigens nur einen geschafft. Leider läuft ja der Rank irgendwann ab und dann kann man keine Overwatches machen. Und die sind ja recht wichtig hier für den Kanal. Und wir haben den Main-Account einranken können, Supreme, yay. Aber wir haben 4 Spiele gespielt. Im ersten hatten wir verschissene Cheater, richtig retarded. Im zweiten hatten wir keine Cheater und haben dann auch direkt gewonnen, aber jetzt nicht gut. Ich glaube, wir haben gerade so gewonnen. Im dritten, das war dann auf dem zweiten Account, da der erste dann somit fertig war, hatten wir im ersten Spiel dieselben fischgesichtigen Affenkinder, also dieselben Cheater, wie aus dem ersten mit dem Main-Account. Dann ist unser Kollege gedodged auf seinen zweiten Account drauf und hat schon gesagt, ui, mit viel Pech kriegen wir die oder andere Cheater, weil mit dem Account hat er halt keinen guten Trust-Faktor. Und siehe da, viertes Spiel dieselben. Also wir haben von 4 Spielen 3-mal dieselben Gegner bekommen. Oder zumindest die beiden Cheater halt mitbekommen. Und ja, da sind wir dann komplett gequittet. Ich habe gesagt, komm, der eine Account reicht, ich mache mit dem Overwatch das, fertig ist der Lack. Es ist ein Riesenkrampf und du schaust rein und das ist einfach ein leerer Steam-Account. Level 0. Auch keine Medaillen oder irgendwas, logischerweise. Wenn es jetzt eine Hürde gäbe, dass man zum Beispiel 100 Stunden
jetzt nicht im Matchmaking, ich habe weiter vorne Matchmaking gesagt, aber natürlich meine ich hier in dem Fall auch Casual oder halt irgendwas ohne Ranked, also wenn du einfach Unranked spielen musst, auch wenn du Prime hast, wenn du 100 Stunden erstmal richtig im Spiel verbringen müsstest, bevor du dann Ranked spielen kannst, das wäre auf jeden Fall eine Riesenverbesserung. Ich will jetzt nicht sagen, dass dann keine Cheater mehr da sind, auf gar keinen Fall. Aber wenn denn dann mal wieder ein Cheater gebannt wird, und zum Glück werden sie ja immer mal wieder gebannt, dann muss dieser Cheater sich immerhin entweder hinhocken und halt 100 Stunden rumdödeln, bevor er wieder die Ranked-Server unsicher machen kann, oder er muss sich einen Account kaufen. Und das geht halt dann zum Glück ein bisschen ins Geld. Zumindest, wenn jemand halt komplett retarded ist, und das sehen wir sehr, 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 sehr oft in den Overwatches, ich meine, ich rede ja auch von Cheatern, nicht von normalen Menschen, dann, ja, passiert das dann gar nicht mal so selten, dass die weggepimmelt werden, weil sie irgendwelche saudummen Cheats benutzen oder was weiß ich. So eine Hürde wäre dann, wie gesagt, auch für CSGO sehr, sehr nice. Und ich denke auch gar nicht, dass ich da Valve irgendwie großartig ins Bein schießen würde, dass die Leute sagen, ui, jetzt spiele ich aber nicht mehr Counter-Strike, weil die meisten ja sowieso schon nur jaulen und sagen, Cheater verseuchte Kacke, gerade eben als neuer Spieler, ich habe einen sauschlechten Trust, ich gehe rein, ne, habe einen Steam-Level-0-Account oder sowas und muss mich da rumschlagen mit den Leuten. Das müssen die Leute ja dann sowieso auch bei einer Hürde machen. Ja, nur wären eben die ganzen anderen, der große Teil der Community, der bereits gefestigt im Matchmaking ist, müsste sich nicht mehr so abrackern mit diesen ganzen Vollidioten. Von meiner Seite aus auf jeden Fall Chapeau an Valve aka Volvo, dass sie da so schön durchgegriffen haben und mal wieder eine dicke Bannwelle rausgehauen haben, auch wenn es für uns in Anführungsstrichen nur Dota ist. Aber es ist, denke ich, nach wie vor ein Erfolg für uns alle. So, Dylan, und jetzt noch geschwind ein paar kurze Worte in eigener Sache. Wir befinden uns jetzt gerade im Umzug. Wir müssen unter der Woche oder eigentlich die ganze Woche schon im neuen Haus wohnen, weil meine Frau dort eben arbeitet und mein ganzer Kram aber noch hier am alten Wohnort ist. Ich habe dort noch kein gescheites Internet. Ich habe von euch Starlink bekommen. Ich habe von euch alles Mögliche bekommen, um mich da gut aufzubauen. Vielen, vielen Dank. Riesenkuss. Ich werde gucken, dass ich jetzt diese Woche das alles komplett finalisiere. Und dann sollte ich eigentlich schon, vor allem was YouTube angeht, ja sehr, sehr gut von dort arbeiten können. Ich weiß nur nicht, ob die Streams von dort aus gehen. Die Pendelei würde dann sowieso zu den Streams eben stattfinden, damit ich die Streams noch hier von der alten Base aus halten kann. Ja, ich muss nur schauen, wie ich es mit dem PC mache. Deswegen sind jetzt auch gerade diese Infovideos oder Newsvideos extrem gut, weil die kann ich auch im neuen Haus mit meinem Laptop machen. Also wenn die Streams dort nicht gehen, brauche ich eigentlich meinen großen PC nicht mitnehmen, weil ich brauche den hier, wo noch die dicke Leitung ist. Und werde mir dann für dort halt einfach nur übergangsweise den Laptop zurecht machen, um darauf so ein bisschen schneiden zu können. Und dann nehme ich immer, wenn ich hier bin, nach den Streams, wobei das geht gar nicht, immer wenn ich muss mir halt einfach Zeiten raussuchen, wo ich dann hier bin und Aufnahmen für euch mache. Und das geht halt recht gut, schnell von der Hand. Ein bisschen Audio aufgenommen und theoretisch kann ich den gesamten Rest dann auch mit schlechtem Internet im Haus machen. Ja, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mich so krass unterstützt, dass ihr bei Patreon, bei den Kanalmitgliedern hier auf YouTube, auf Twitch und so weiter am Start seid, in Person wie auch finanziell. Vielen, vielen Dank. Ich werde zu 100% auch noch ein Dankesvideo raushauen, gerade in Bezug auf die wunderbaren YouTube-Updates, die Monetarisierung richtig zerfickt haben. Hier erwähne ich einfach dann im Speziellen direkt meine Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank an euch. It's Killing Me, Angrab, Sneasel, TKT Manson und Christoph Macher. Ohne Grenzen. Und danke an dich, It's Killing Me, dass du selbst in den Kommentaren, und das weiß ich nur durch dich, dass man da Geld spenden kann, ja, dass du per Kommentar auf YouTube Geld spendest. Vielen, vielen Dank. Extrem geil. Kuss. Ein gesamtes Dankesvideo folgt aber, wie gesagt, noch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Livestream. Ich bin dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Man sieht sich, Kuss geht raus. Alter. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.